GoFuture Messe TV am Stand der Barmer. Und hier gibt es einen schönen Reaktionstest. Das war jetzt nur eine kleine Vorführung. Ich habe eben 143 geschafft. Heutiger Tagesrekord, Messerekord ist 168. Carsten Wahle ist Regionalgeschäftsführer der Barmer. Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es bei Ihnen? Wir haben drei Ausbildungsmöglichkeiten. Einmal den typischen Sozialversicherungsfachangestellten mit der Abkürzung SOFA. Dann haben wir den Kaufmann im Gesundheitswesen. Und ganz neu im Programm haben wir Kauffrau für Dialogmarketing. Die Barmer ist bundesweit vertreten und was das Ganze ja sehr interessant macht dann für Azubis, wenn sie übernommen werden, in Deutschland ist überall ein Wechsel möglich. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Das Schöne ist, man muss nicht den Arbeitgeber kündigen und sich neu bewerben. Man stellt einen Versetzungsantrag und man kann von Nord nach Süd, von Ost nach West. Also Verlieben eines Barmer-Angestellten in Deutschland, kein Problem. Es geht ratzfatz rüber in ein anderes Bundesland. Fünfmal ausgezeichnet als Top-Arbeitgeber, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ja, da legen wir größten Wert drauf. Unsere Mitarbeiter fühlen sich sehr wohl bei uns. Das glaube ich. Und einen davon haben wir. Hat die Lehre gerade hinter sich. Und zwar ist er jetzt Vertriebsbeauftragter, Jan Gerlach. Wie war denn die Lehre? Was habt ihr da gemacht? Also im Grunde durchläuft man alle Stationen, sowohl Beitrag, Leistung, guckt sich den Kundenservice an, aber auch den Vertrieb und kann aber eigentlich überall was mitnehmen. Wie sieht es mit der Weiterbildung aus? Wir können sowohl intern uns weiterbilden als auch außerhalb. Okay, und da du ja immer noch bei der Barmer bist als Vertriebsbeauftragter, denke ich mal, du fühlst dich da wohl. Was sind deine persönlichen Ziele? Also der große Vorteil ist natürlich, was gerade schon gesagt wurde, dass man ganz Deutschland umziehen kann, wie man will. Und da ich gerne mal an die See ziehen möchte, ist dem auch genauso. Also kann ich genauso machen. Und Carsten Wahle ist ja nicht immer in dem Job. Vielleicht kannst du ihn ja irgendwann übernehmen. Genau. Die Barmer auf der GoFuture.